Liebe deutsche Freunde, Sie wissen, worum es geht. Seit dem ersten Spatenstich am 5. September 2006 verfolgen Sie die irrwitzige Geschichte des Baus des neuen Berliner Großflughafens BER mit. Meine Landsleute hingegen wissen kaum etwas über diese gigantische Baustelle und ihre Pannen. Vermutlich glauben Sie mir nicht einmal, dass sich das Ganze momentan in Deutschland abspielt und nicht vor 50 Jahren in irgendeiner entlegenen Bananenrepublik fernab der zivilisierten Welt. Also, 1989, Fall der Berliner Mauer, Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland, Berlin wird wieder Hauptstadt. Die bestehenden Flughäfen reichen nicht mehr aus. Da sind sich alle einig. Und so entsteht das Projekt eines sehr großen Flughafens im Südosten Berlins. Es soll den existierenden Flughafen Schönefeld erweitern, das Drehkreuz zwischen Ost- und Westeuropa werden, pro Jahr gut 30 Millionen Passagiere abfertigen, 2 Milliarden Euro kosten und im Oktober 2011 vollkommen fertiggestellt sein. So weit, so gut. Aber dann wird es kompliziert. Unmöglich, die vollständige Chronologie dieses Debakels hier nachzuzeichnen. Ein ganzer Abend würde nicht reichen. Von Jahr zu Jahr steigt die Rechnung für den Steuerzahler. Bislang wurden über 7 Milliarden investiert und das Einweihungsdatum rückt und rückt und rückt in die Ferne. Wird dieser Flughafen jemals fertig? Diese Frage stellen sich die Deutschen seit Juni 2012, als er zum ersten Mal eingeweiht werden sollte. Aber was ist eigentlich geschehen? Viele Beobachter sind der Meinung, die Hauptschuldigen an dem Schlamassel seien die Politiker. Für den 2012 entlassenen Architekten des Flughafens Meinhard von Gerkan ist klar, dass es viel zu viele Entscheidungsinstanzen auf Landes- und Bundesebene gibt. Da haben wir den Bürgermeister von Berlin, den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, in dem der Flughafen liegt, die Verkehrsminister des Bundes und der Länder, ein riesiges Kuddelmuddel, in dem sich alle den schwarzen Peter zuschieben. Aber auch einzelne Personen ernten Kritik. Dem ehemaligen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, der 2003 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde, wird nachgesagt, er besetze die leitenden Stellen lieber mit Freunden als mit fachlich kompetenten Personen. Dazu kommt, dass er die Entwürfe ändert. Er will es noch größer und prächtiger. Nichts ist ihm zu teuer für den Flughafen seiner Stadt. Nun beginnt eine unaufhaltsame Talfahrt. Je mehr Probleme auftauchen, umso mehr steckt man auf allen Führungsetagen den Kopf in den Sand. Als die Unternehmen und Sicherheitsprüfer 2012 wegen schwerer Mängel an den technischen Einrichtungen Alarm schlagen, hat die Geschäftsführung nur eine Sorge: die Regale der Duty-Free-Shops zu füllen und die große Eröffnungspartie für den Monat Mai vorzubereiten, die in letzter Sekunde abgesagt wird. Niemand weiß auf dieser Baustelle mehr, wer wofür verantwortlich ist. Denn um lokale Firmen zufriedenzustellen, wurde die riesige Baustelle in unzählige kleine Baustellen zerteilt. Mit dem Ergebnis, dass niemand mehr einen Gesamtüberblick hat. Es ist aberwitzig. Als die Bauarbeiten 2013 unterbrochen werden, um das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe festzustellen, sind die Techniker außerstande, den Strom abzustellen, mit der Folge, dass über Jahre hinweg das Licht Tag und Nacht brennt. Kosten 8.000 Euro pro Tag, nur für den Strom. Die Baustelle insgesamt kostet 35 Millionen Euro pro Monat, selbst bei Stillstand. Der Schildbürgerstreich ist ständig in den Schlagzeilen. Er wird so enorm, dass man die Sache lieber mit Humor nimmt. In den Zeitungen tauchen Witze auf, die sozialen Netzwerke ergötzen sich daran und manche Firmen machen Werbung damit. In Berlin gehört die Sache mit dem Flughafen schon zum Alltag. Man wartet auf ihn wie auf Godot. Liebe Berliner, es gibt Hoffnung. Die offizielle Eröffnung ist für den 31. Oktober 2020 vorgesehen und man schwört, dass der Termin diesmal eingehalten wird. Noch am selben Tag sollen die ersten Flugzeuge auf der Nordbahn des neuen Flughafens landen. Der Umzug von Tegel soll in der Woche danach stattfinden. Es kann natürlich immer noch etwas schiefgehen. Der tolle Berliner Flughafen, sollte er jemals fertig werden, ist nämlich jetzt schon veraltet. Stellen Sie sich vor, manche Installationen wurden vor über 10 Jahren eingebaut.
Der Flughafen ist nicht die einzige deutsche Baustelle, die aus dem Ruder läuft. Man denke nur an die Hamburger Elbphilharmonie oder den umstrittenen Stuttgarter Bahnhof, der eigentlich 2019 hätte fertig sein sollen. Jetzt wird es wohl doch 2025 werden. Zugegeben, auch in Frankreich gibt es ein paar außer Kontrolle geratene Baustellen. Die Schlachthöfe von La Villette, die Bibliothek François Mitterrand oder kürzlich das Museum Confluence in Lyon und die Pariser Philharmonie. Anscheinend gibt es bei Großbaustellen, die auf nationaler Ebene entschieden werden, ein strukturelles Problem. Die Franzosen haben sich allerdings nie solche extremen Verspätungen geleistet wie die Deutschen. Dass es der Hauptstadt Deutschlands nicht gelingt, einen Flughafen zu bauen, wundert einen schon.